Hi Leute, willkommen bei Project Makers. Mein Name ist Tobias und ich will euch in diesem Video zeigen, wie ihr ein Spiel dauerhaft aus eurer Steam-Liste löschen könnt. Aus der Steam-Liste löschen meine ich in dem Fall, als würdet ihr eure Spielpackung zu Hause nehmen, die in den Mülleimer schmeißen und entsorgen. Wollt ihr das Spiel wiederhaben, müsst ihr es euch komplett neu kaufen. Das könnt ihr auf zwei Wege machen. Einmal im Steam-Klienten selber unter Hilfe und Steam-Support. Also es läuft an sich über den Steam-Support, den könnt ihr halt über den Steam-Klienten als solchen erreichen, halt über Hilfe und Support. Oder auf der Steam-Webseite, indem ihr einfach nur auf Support drückt, dann kommt ihr auf genau die gleiche Seite. Ich zeige es euch jetzt einfach im Klienten. Wo es macht, ist im Prinzip egal, funktioniert beides gleich. So, dann könnt ihr entweder hier oben schon eins von euren Favoritenprodukten quasi aussuchen oder ihr geht einfach auf Spiele und Software. Sucht euch dann entweder hier aus der Liste eins aus oder falls es nicht drin ist, ich nehme jetzt zum Beispiel mal aus meiner Liste Hydrophobia, gebt es einfach ein, drückt auf Hydrophobia, sagt hier unten, ich möchte dieses Spiel dauerhaft aus meiner Steam-Liste entfernen. Wie gesagt, es ist dauerhaft, wollt ihr es wieder haben, müsst ihr es euch neu kaufen. Und dann drückt ihr einfach auf Ja, Spiel dauerhaft entfernen und dann ist es weg. So einfach geht das, dann seid ihr es los und es ist auch aus der kompletten Bibliotheksliste raus. Da ich das Spiel jetzt nicht löschen will, drücke ich nicht drauf, glaubt mir, es funktioniert. Ich habe es ja in dem Video bei uns im Sonntags-Twitch schon mal gemacht mit einem anderen Spiel, was tatsächlich draußen ist. Es gibt hier noch einen kleinen Haken und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Spiel sucht, was ihr aus einer kompletten Bibliothek habt. In meinem Fall nehme ich zum Beispiel mal Ricochet. Das hier, das spiele ich zum Beispiel gar nicht. Das Problem ist, das Spiel ist bei mir Bestandteil von einem Paket. Das heißt, ich kann entweder das Half-Life Platinum Pack oder den Half-Life 2 Silver Pack löschen. Allerdings, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich will es auch nicht ausprobieren. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr das komplett rauslöscht, ist euer komplettes Pack weg. Und vermutlich auch in dem Fall Half-Life 2 und alles, was dazugehört. Ich probiere auch das jetzt nicht aus. Wenn es jemanden von euch nicht stört, könnt ihr es mal ausprobieren, in den Kommentaren posten. Da auf jeden Fall meiner Meinung nach etwas vorsichtig sein, aber so könnt ihr die Spiele halt auch loswerden. Genau, das war es eigentlich schon. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, immer gerne ein Abo, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ciao.